auf deine Lupe. Ich beginne mal mit dem ehemaligen Manager des FC Schalke 04, namentlich Rudi Hassauer. Er gab im Rahmen eines Interviews im Jahre 2005 mal eine seiner Lebensweisheiten zur Kenntnis, die da lautet, Zitat Anfang, wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Kacke liegt, Zitat Ende. Nun lag bekanntermaßen knapp zwei Jahre über dem Planung und Bau der zweiten Eisfläche Schnee. Die Ausgangslage dieser Verhandlung war eine Max-Brandt-Vorlage vom 15.11.2017, die besagte, dass die Stadt sich bereit erklärt, 1 Million Euro Zuschuss an die Sportstätten KG zu gewähren, damit eine entsprechende Trainingsmöglichkeit für Jugendliche geschaffen wird und damit mit hoher Wahrscheinlichkeit dann dort auch ein entsprechendes Nachwuchsleistungszentrum des Deutschen Eishockeybundes da seine Heimat findet. Vor ein paar Wochen dann wurde via HNA vermeldet, dass ein Abschmelzungsvorgang stattgefunden hat. Offensichtlich war das Klima zwischen der Stadt Kassel und der Kasseler Sportstätten KG, namentlich Joe Gibbs, wohl dann doch ein Ding zu heiß. Und sehr geehrter Herr Müller von der Grünen Fraktion, Sie können im Stadtentwicklungsausschuss noch so gebetsmühlenartig den Sinn und Verlauf eines Aufstellungsbeschlusses erklären. Fakt ist, dass auch einem Aufstellungsbeschluss eine Intention bzw. eine Zielvorstellung zugrunde liegt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich als Sport- und politischer Sprecher der Kasseler Linken schon den Grund wissen, warum die Verhandlungen seitens des Magistrats und Herrn Gibbs letztlich, oder so wie es jetzt aussieht, gescheitert sind. Ich habe damals vor zwei Jahren schon im Zuge der Diskussion ja gesagt, dass ich es mir persönlich schwierig vorstelle, mit Menschen im Grunde eine Übereinkunft zu treffen, die eher Teil als Lösung des Problems darstellen. Eine weitere Frage meinerseits ist, ob der Magistrat bzw. der Sportdezernent den Gesprächsfaden mit der Sportstätten KG wieder proaktiv aufnimmt. Diese Frage ist insofern von Bedeutung, da ein Neubau selbst unter dem Konstrukt der GWG Pro ein etliches an mehr kosten wird, wie der Zuschuss von Höhe von 1 Million Euro. Wenn Sie eine zweite Trainingsfläche bauen wollen, dann haben Sie es, also die sportbegeisterten Menschen hier im Saal werden es wissen, Sie haben alleine 1800 Quadratmeter für die Eisfläche. Sie brauchen für so eine Halle dann ca. noch 1500 Quadratmeter für Funktionstechnikflächen und entsprechende Umkleidemöglichkeiten. Dann kommt man selbst bei einer Low-Budget-Arena, beispielsweise mit einem Rundbogen, so zwischen 6 und 8 Millionen bei rum. Nicht zu vergessen müssen Sie auch entsprechende Sitzplatzkapazitäten, vor allem denn die Jugendspiele, ich habe mich da selber auch kundig gemacht live, werden in der Regel, egal ob das die Knaben sind oder die 89ers, zwischen 50 und auch 150 Zuschauern frequentiert. Wenn man jetzt ganz offensichtlich eine parallele Infrastruktur plant, stellt sich natürlich auch die Frage nach der Daseinsberechtigung der GWG Pro. Also die GWG Pro soll sich zwar um städtische Liegenschaften kümmern, bei dem Bau einer solchen Halle, wenn sie denn dann auch betrieben wird von der GWG Pro, wovon ich dann ausgehe, ist zwar eine städtische Liegenschaft, aber ich hatte bis vor ein paar Monaten und vor ein paar Wochen immer noch gedacht, die GWG Pro als Konstrukt hat sich gegründet, um den enormen Investitionsstau an Schulen entsprechend in den Griff zu bekommen bzw. ihn abzubauen. Dem ist offensichtlich nicht so. Ich komme zum Ende, letzter Satz. Ich hätte mir gewünscht, wenn man, auch wenn es schwierig sich dargestellt hat, davon gehe ich aus, der Oberbürgermeistergeselle, sich schwierig dargestellt hat, mit Herrn Gibbs in Verhandlung zu treten. Ich hätte mich gefreut, wenn diese zweite Eisfläche direkt hinter der Eishalle gebaut worden wäre. So hätte man Synergien nutzen können. Sie brauchen übrigens auch für so eine separate zweite Halle, brauchen Sie noch Eismeister, die müssen eingestellt werden, die müssen das Ding ja auch 24 Stunden am Laufen halten. Und letzter Satz dazu.
vor dem Hintergrund des, eines möglichen DEL-Aufstiegs 2021. Ich habe mich da auch mal in der Eishalle umgeguckt. Also wer da mit offenen Augen lang geht, unter anderem auf Holztribünen, der wird meinen, dass diese Halle in ihrer jetzigen Beschaffenheit ein Abenteuerspielplatz für die Stiftung Warentest ist.